Herzlich willkommen auf meinem versüfften Kanal. Ja, Shogun Secret kennt der ein oder andere, schon mal gespielt. Wenn auch nicht, hat auch nichts verpasst. Jedenfalls sind die Features gerade dran auf 40 Cent. Schauen wir mal. Da müssen die Rollen reinfliegen. So jetzt, dann geht man oben dann halt vom Symbol eine Stufe höher. Man fängt an praktisch mit dem Fächer. Dann ist man dann bei den Blümchen, wie jetzt. Wenn man natürlich zwei Rollen kriegt, ist wesentlich besser. Und die müssen praktisch in jedem Spiel kommen. Sonst kommt man nicht zu dem Großmeister da rechts, der so doof grinst. Doch, bin jetzt bei der Vase und hab noch ein paar Spiele. Und diese Dinger, die jetzt sind, ist natürlich sehr schlecht. Oh, zwei. Dann kriege ich drei. Und bin jetzt im Grunde genommen, ja, schon bei der Brücke. Das sieht ganz gut aus. Könnte rappeln. Okay, natürlich auch mal Features noch dazu. Oh, macht nicht voll. Verlängerung, komm. Ja, der Schmutzbuckel. Hast du einen Schmutzbuckel? Okay, jetzt bin ich beim Meister. Könnte noch rappeln, aber ist ein bisschen zu spät schon, weil die Features ja schon um sind. Stärkstes Symbol. Oh, ein Vollbild. Nice. Mal hinterher. Leider nicht. Boom. Und Verlängerung. Ganz dezent. Ja, man sieht auch, mit 40 Cent kann man noch ein bisschen was gewinnen. Ne? Da kriegt man manchmal nicht auf 80 oder 1 Euro raus. Das ist momentan sowieso der beste Einsatz. So kleinen Sektor, würde ich so sagen, 40 Cent, 30 Cent, 10 Cent. Und oberen Sektor 80 Cent. 53 Schlappen. Okay, dann gehen wir mal auf 60 Cent hoch. Schönes Spiel. Gehört auch zu meinen Favoriten. Aber kann auch schrecklich zumachen, das Ding. Shogun's Secret. Bally Wolf. Weil da manchmal einige fragen, Abonnenten, ey, Alter, was spielst du überhaupt da? Das ist Bally Wolf hier. Also sind nur Bally Wolf-Spieler drauf auf dem Gerät hier. Ja, da spiele ich eigentlich mehr Merkur Magie. In den seltensten Fällen Novolan. Ja, aber da werde ich euch demnächst auch wieder ein paar Sachen mal präsentieren. So, mal schauen, ob er jetzt aufbaut. War ja schon eine Buchungspause. Also die große Pause, 20 Minuten hat er gemacht. Ja, in den Kisten ist es leider. Komm, Nachschlag. Habe ich schon schöne Brecher drauf gehabt in dem Spiel. Nee. Ja, der kann jetzt auch richtig knallen auf 60 Cent. Kein Thema. Typisch ist auch momentan dieses, wie soll man sagen, man hat Spiele gehabt, Freispiele, 40 Euro und dann knallt er die meistens auch sofort wieder runter, das Geld, was man dann gewonnen hat. Also kaum, dass da irgendwie so Phasen kommen, Freispiel rein, geht weiter, wieder weiter, dass man erstmal auf 300, 400 kommt, ist sehr selten. Rein. Und schneller.
Schauen wir mal. Bisschen Turbogang rein. Ja, okay. Ganz gerne noch 60 reinkommen, aber. Gewinner, die erfreuen dann auch. Hast du in den anderen Spielen schon gar nicht mehr. Deswegen gehört er eigentlich auch zu meinen Favoriten, würde ich doch mal so sagen. Es ist kein schlechtes Spiel, weil er da zwischendurch manchmal spielt, gerade übrigens auch über 10 Linien. Aber ihr seht auch selber jetzt, es ist manchmal jetzt richtig mies. Oh. Hallo. Bin wieder zurück im Geschehen. Tja, wenn man solche Läufe hat wie jetzt, was soll man machen? Raus, anderes Spiel oder drin bleiben? Keine Ahnung, manchmal. Bin ich auch selber überfragt. Manchmal denkt man, der ist total kaputt und dann macht er gleich nochmal auf. Aber ich glaube, da so bis 90 würde man sagen, ist Ende. Kann man sich dann einen anderen Part suchen. Direkt die Kimme zugemacht. So. Ja. Books and Bulls, schauen wir da mal rein. Oder ne, nehmen wir mal Magic Stone. Push dann schon immer ganz gut zwischendurch. Auf 60 Cent, genau der richtige Einsatz. Haben wir nur ein Steinchen und dann geht's schon zur Sache. Schon schön nach vorne schießen, das Spiel. Gehört übrigens auch zu meinen Favoritenspielen, Magic Stone. Da brauchen wir halt nur dieses Symbol, diesen Stein. Und der vergoldet dann halt alle anderen Symbole. Sieht dann so aus. Magic Stone, Bully Wolf. Ja. Wenn man da so 20, 30 Umdrehungen macht, da passiert gar nichts, dann würde ich auch direkt mich davon verabschieden. Also spiele ich dann mal persönlich. Wenn ich jetzt merke, er kommt gar nicht rein, dann ist er schon tot in dem Spiel. Gar nicht weiter drehen. Kann man sich direkt verabschieden. Books and Bulls. Jetzt ist halt schon scharf drauf. Was ist da? Komm. Sag mal, da kannst du jetzt. Alte Kackmöhre, ey. Spiele wollen wir sehen. Bisschen Moos auf dem Tacho. Bisschen Schmalz. Sch-
Schmalz auf der Stulle. Hier, komm. Oh. Ja. Bin ich mal gespannt. Alte Bücherspiel kennt man ja. Nur als Symbol entscheidet. Kacksymbol, sage ich ganz offen ehrlich. Aber schon immer die 5 schmeißen, sonst bringt er gar nichts. Ja, komm. Oh, jetzt habe ich gedacht, er macht voll. Viererchen. Ja, nun, jetzt bin ich jetzt gerade wieder ungefähr bei der gleichen Summe wie gerade. Über so ein Hin und Her kloppen. Oh, Nachschlag. Hinterher, obwohl geht noch. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Ja. 82 Schlappen. So Leute, ich mache das Video mal zu und wir sehen uns. Nächster Part kommt. Schön sauber unten rumbleiben, Leute, wie immer. Und nicht vergessen zu abonnieren. Schönen Tag noch.